Angefangen hatte alles vor 25 Jahren mit Schülern, die gerne an ihrem C64 herumgebastelt haben. Zusammen mit ihrem Mathe- und Physiklehrer gründeten sie am Faust-Gymnasium in Staufen die Hardware AG. Und was sie alles in den vergangenen Jahren erfunden haben, das konnte man jetzt 3 Wochen lang in der Sparkasse Staufen sehen. Elisabeth York berichtet. Was aussieht wie Magie, lässt sich einfach erklären. Hinter Zaubertricks steckt meistens logisches Denken und ausgefeilte Technik. Der Leiter der Hardware AG, Winfried Sturm, begeistert seine Schüler auf diesem Weg für Hightech. Der Erfolg gibt ihm recht. Jedes Jahr wollen mehr Schüler mitmachen, als der Physiklehrer aufnehmen kann. An zahlreichen Technikausstellungen und Wettbewerben hat die AG in den letzten 2 Jahrzehnten teilgenommen. Höchste Zeit, die gesammelten Auszeichnungen und Meisterwerke in einer eigenen Ausstellung zu präsentieren. Das Motto dieser Ausstellung, 25 Jahre Hardware AG, was ja letztes Jahr akut war mit 25 Jahren, steht deswegen auch unter dem Motto, die Brücke zwischen Hightech und aktiver Mitmenschlichkeit. Was uns gelungen ist in den letzten 6 Jahren, erfinden wir tatsächlich hauptsächlich für behinderte, beeinträchtigte Menschen. Wir entwickeln also Hightech-Geräte, die ihnen das Leben erleichtern. Und das ist eigentlich unser Anliegen und das ist auch das Thema der Ausstellung. Third Eye, das dritte Auge, ist eine dieser Erfindungen. Sie hilft Blinden bei der Orientierung. Ultraschallwellen tasten die Umgebung ab und bringen eine Uhr zum Vibrieren. Eine effektive Warnung für Blinde vor Hindernissen. Doch nicht nur im Bereich der neuen Technologien für Behinderte kennen sich die Schüler aus. Das ist SafeLux E, ein von uns entwickeltes interaktives Energiesparsystem. Und der besteht im Wesentlichen aus einem Mikrochip, der ständig die Außen- und Innenhelligkeit auswertet. Und wenn eben ausreichende Lichtverhältnisse vorhanden sind und der Lichtschalter betätigt ist, dann warnt dieses Gerät in mehreren Stufen den Anwender, also zunächst einmal nur mit Lichtsignalen. Um all ihre Erfindungen verwirklichen zu können, braucht es die entsprechenden Gerätschaften. Und die befinden sich bei Winfried Sturm zu Hause im Keller. Hier wird gedreht, geschliffen und geschweißt. Eine Möglichkeit für die Schüler, ihr theoretisches Wissen aus dem Physikunterricht anzuwenden. Dementsprechend ist das Interesse bei den Schülern trotz des hohen Zeitaufwandes groß. Also ich interessiere mich für Technik und ich finde es toll, dass die Hardware AG sich auch um Menschen kümmert, die normalerweise nicht, wo normalerweise keiner etwas für macht. Das Engagement der Hardware AG beschränkt sich jedoch nicht nur auf Wettbewerbe und Ausstellungen. Es ist auch in der Problematik um Staufens Risse gefragt. Ein von ihnen entwickelter Seismograph weist Erdbeben auf der ganzen Welt nach. Also unser Erdbebenprojekt, was relativ lange gedauert hat, das ist so funktioniert, vollautomatisch, war natürlich auch im Fokus des Interesses, als die Rissproblematik in Staufen auftrat. Und zu dieser Zeit habe ich die Daten also auch von der Festplatte mir angeschaut. Weder vor noch direkt oder nach den Bohrungen haben wir irgendwelche seismischen Aktivitäten im Untergrund feststellen können. Das Können der Hardware AG ist nicht nur in Staufen gefragt. Die Schüler haben bereits mehr als 40 Preise gewonnen. Auch bei Jugendforscht haben sie kürzlich mit einem ersten Platz bewiesen, dass sie was bewegen.